Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal im Labor weiter unterwegs und haben uns einen Gastzugang erstellt. Und wir haben hier Annette wieder getroffen. Sie ist genau wie wir auch auf der Suche nach Sherry. Und naja, ich weiß halt nicht, ob sie Sherry sucht nur aus Nächstenliebe. Oder ob sie Sherry sucht wegen dem wegen der G-Virus-Probe. Und wir haben gesehen, wie Sherry im E-Raum, beziehungsweise in diesem Gebiet, wo wir in der vorletzten Folge waren, ja, von Mr. X bedrängt wurde. Boah. Oh Gott. Oh Gott, da kommt der Drecksvieh rausgesprungen, ey. Mensch, nochmal. Waffe bringt nichts gegen Licker, habe ich das Gefühl. Doch! Sie bringt doch was. Oh Gott. Warum erschreckt ihr mich immer so? Ich war gerade hier am Erzählen. Hier kommt jetzt bestimmt noch einer. Nee, okay, gut. Aber hier, oder? Auch nicht, okay, gut. Boah Gott, Freunde. Ja, das ist ein guter Start für die Folge. Wie gesagt, Sherry ist in dem Bereich, wo wir in der vorletzten Folge waren, in dem Zwischenbereich im Prinzip, zwischen der Fabrik und dem Labor. Im E-Raum, und wir haben dafür den Schlüssel. Das heißt, da müssen wir jetzt im Prinzip hin. Aber erstmal... Oh Mann, voll, wir sind im gelben Bereich, ne? Aber erstmal müssen wir ganz dringend... War das gar nicht hier? Nee, das war gar nicht hier. Stimmt. Wir müssen erstmal hier hinten rein. In den roten Bereich. Ach, beziehungsweise in den blauen Bereich, sorry. Im blauen Bereich und mal jetzt unseren Fingerabdruck da einscannen. Das ist nämlich eine optionale Sache. Die möchte ich sehr gerne noch mitnehmen, bevor wir dann irgendwann ins Finale gehen. Es ist jetzt nämlich tatsächlich echt nicht mehr so viel. Und, genau, das war ja hier rechts, ne? Wir haben uns ja in der letzten Folge einen Fingerabdruck gemacht und dann würde ich sagen, clear. Zum Eintritt müssen zwei oder mehr Werksangehörige anwesend sein. Prüfung der Fingerabdrücke. Jawohl. Fingerabdrücke überprüft. Zutritt genehmigt. Das Schloss ist bereits geöffnet. Ha! Schaut mal. Wir können jetzt hier rein und das auch nur, weil wir mit Leon in der ersten Durchgang hier reingegangen. Und hier sind Licker. Och nö, Freunde. Okay. Ich will ein bisschen noch die Muni... Oh, okay. Okay, 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 okay. Hä? Aber wir haben doch noch 3%. Ah, Igitt. Gefahr. Ach du Heilige. Geh mal raus hier. Ah, das wird mir gerade ein bisschen zu blöd, ganz ehrlich. Lauf da raus! Lauf raus! Oh, hier mit so 3 Licker! Was ist das hier für ein Raum? Was ist denn hier los? Oh Gott. Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein scheiß Raum? Sagt mal. Boah, 3 Licker da drin. Ich brauche eigentlich noch mal eine Heilung. Ach Gott, das habe ich jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, Freunde. Shit. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da jetzt noch mal 3 Licker auf uns zukommen in diesem Scheißraum. Was soll denn das? Wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt halt die Granatenmuni mit. Dann bin ich jetzt halt voll ausgerüstet hier. So. Das ist mir echt zu viel gewesen da gerade. So. 3 Licker. Das muss ja echt heftig sein, was sich da befindet, ey. So. Wir können uns einmal hochhalten. Ja, was ist denn jetzt mit dieser Blitzwaffe eigentlich? Warum konnte die eben nicht mehr schießen? Tatsächlich, die ist leer. Alles klar.
Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Blitzwaffe auch leer gemacht. Okay. Dann die Granaten mit rein. Die Vollheilung. Brauche ich einmal ein grünes Kraut. Um mich mal voll zu heilen. Gut, okay, sehr gut. Und dann müsste ich noch eine Heilung mitnehmen, tatsächlich, weil das ist mir jetzt so unsicher. Wir rennen hier nur noch mit der, dem Granatenwerfer rum, weil wir damit einfach so viel Munition haben. Gut, dann brauche ich noch einmal die Vollheilung hier. Ja, werden wir die Kräuter auch irgendwie los, ne? Gut, beide Prozentwaffen sind aufgebraucht. Wir haben Armbrust, Bolzen jede Menge, aber die brauche ich auch nicht mehr. Wir haben jede Menge Pistolen-Muni. Die werde ich auch nicht mehr brauchen. Okay, dann noch einmal kurz ordnen. Und weiter geht's. Und jetzt mal wirklich mal hier mit frischer Muni in den optionalen Raum. Verdammt. Verbinden. So. So viel Muni haben wir davon aber jetzt auch nicht mehr, ne? Aber gut, wir sind halt auch schon fast im Finale. Viel ist es nicht mehr. Und genau, danach müssen wir in den E-Raum. Aber erstmal gucken, was diese drei Licker da beschützen. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Ich glaube, deswegen haben wir auch so viel Muni gekriegt hier. So. Boah. Drei Licker, ey. Boah. Okay. Auch noch drei mutierte Licker. So. Die Mucke hier ist auf jeden Fall geil. So. 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 Ach, du Heilige. Was zur... warum denn jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Alter, Alter. Oh Gott. Die haben mich wieder in den gelben Bereich gehauen, ey. Was habt ihr denn hier beschützt, hä? Drei Liker, ey. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gott. Was ist das denn? Sieht aus wie die Überreste eines fehlgeschlagenen Experiments. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Heilige, was haben die denn hier geproduziert? Oh, Himmels Willen, ey. Boah, das sieht schon übel aus. Krasser Raum hier, ey. Aber gibt's hier irgendwas itemmäßig für uns? Sieht aus wie eine Transportkiste für empfindliche Chemikalien. Es ist nichts drin. Da liegt irgendwas. Was ist das? Was ist das? MG-Patronen. Ach, guck mal. Die Bauchgegend ist völlig zerfetzt. Boah. Von innen kaputt. Oh, die Mucke hier ist geil. Boah. Aber mehr gibt's hier nicht. Ach, das dient einfach dazu, einfach um zu sehen, was Umbrella hier veranstaltet hat. Ja, okay, das ist natürlich... das sieht eklig aus, ey. Das könnte so eine Art Mr. X sein. Aber gut, boah, ey. Drei Licker hier. Und wir haben nur einmal eine Aufladung für die Prozentwaffe gekriegt. Ja, super. Toll, ey. Ja, gut. Aber, Freunde, wir haben alles gesehen vom Labor. Ist das nicht geil? Wir haben tatsächlich alles gesehen. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch... Was heißt nur noch? Aber wir müssen noch in den E-Raum. Tatsächlich. Und, ja, Sherry finden. Tatsächlich. Und wir haben jetzt wieder Muni für die Prozentwaffe gekriegt. Das heißt, wir können das MG wieder ausrüsten. Ich
Ich meine, beide Prozentwaffen waren schon echt mega geil. Muss ich ehrlich sagen. Und ja, das lohnt sich schon, die wieder auszurüsten, finde ich. Also, so, dann ein letztes Mal Safe-Raum hier. So. Wo ist das MG? Da ist das MG. So, und die Heilung. Ist ein bisschen übertrieben, wie ich gerade rumrenne, aber ist schon okay so, ja. Es ist nötig. Es ist schon nötig, okay. So. Da sind wir wieder im grünen Bereich. Das können wir verbinden hiermit. Dann haben wir wieder zwei freie Plätze. Und noch den E-Raum-Schlüssel, den werden wir gleich auch noch los. Okay. Alles klar, Freunde. Ja. Dann gehen wir mal in den E-Raum. Bin ich mal gespannt, was jetzt Chevy da fabriziert hat. Alles klar. Was ist jetzt hier? Zum Öffnen der Fluchtwege brauchen Sie den Hauptschlüssel. Fluchtwege, aha. Okay, also es geht tatsächlich Richtung Ende. Fluchtwege. Das heißt, wir kommen jetzt gar nicht mehr ins Labor rein, wa? Das könnte sehr gut sein. Aber ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Okay, dann sind wir jetzt wieder in dem Bereich hier, falls ihr euch erinnert. Hier sind wir ja reingekommen, als wir da mit dem Zug stecken geblieben sind. Und wir haben ja hier den Weg schon vorbereitet. Na? Die Kiste ist ja schon da hinten, genau. Falls ihr euch erinnert, ne? In der vorletzten Folge war das. Da konnten wir da oben ja nicht rein. Und jetzt können wir da rein. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt in den E-Raum und Sherry schützen. Und vielleicht ist Annette ja auch noch da. Wer weiß. Aber wie bist du denn da reingekommen, Sherry? E-Raum-Schlüssel, ja. Wie bist du denn hier reingekommen, sag mal. Ohne Schlüssel und alles. Okay. Der E-Raum. Der sagenumwobene E-Raum. Oh Gott. Boah, das sieht ganz schön krass aus hier. Kommt jetzt hier ein Bosskampf? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es gerade echt nicht mehr, du. Sherry. Mr. X. Oh. Ach, um Himmels Willen, ey. genau, einfach da rein. Mr. X. Then go get it. Yo! Sucker. Alles klar, Claire. Oh, scheiße. Ach, das war also der Auslöser. Okay. Das heißt, wir haben hier auch wieder Finale. Sherry ist nicht hier. Okay. Das heißt, wir haben hier auch wieder Finale, weil es hier gerade wegen Mr. X, weil er dagegen gehauen hat. Oh mein Gott. Aber gute Idee, Claire. Einfach den Mr. X in die Eisenschmelze zu locken, ey. So, Freunde. Was ist jetzt hier? Ach, natürlich. Natürlich, das war so klar, oder? Es war so klar, dass der doch mal aufsteht. Sherry! Where is she? Na, wo ist sie denn schon wieder? Oh, jetzt geht's ab. Oh Gott, jetzt geht's ab. Okay. Hä? Ich kann hier nicht unter. Warum?
Oh Gott, jetzt geht's ab hier. Rüste das Ding aus. Okay. So, jetzt kann ich hier runter. Okay. Finale. Tatsächlich ist es. Dann ist das jetzt das Finale, Freunde. Finale von Resi 2. Okay. Wir müssen hier runter und Mr. X platt machen. So. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade hin müssen. So. So. Finale. Alles klar. Wo ist Mr. X? Er ist hier aus der Eisenschmelze rausgekommen. Eisenschmelze. Ach, verdammt. Wo ist er denn? So. Ach, wo denn? Okay. Hier oder was? Nee. Hä? Okay, Freunde, Finale, aber ich weiß gerade nicht wohin. Ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut. Vielleicht kommt hier irgendein Trigger, wenn wir wieder ins Labor kommen. Okay, raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott, Freunde. Finale von Resi 2. Finale Folge hier. Damit habe ich gar nicht so schnell gerechnet. Aber gut, dann ist es halt soweit. Alles klar, wir haben hier nochmal eine Kiste. Bin ich gerüstet fürs Finale? Nimm noch eine Heilung mit, komm. Ich glaube, wir brauchen jetzt eh keine Itemplätze mehr. So, und wir brauchen noch diesen Hauptschlüssel, ne? Zweimal, dreimal Vollheilung, das muss reichen. Komm. Lauf schneller, Claire! Los, 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 los. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das gefällt hier, die Folge. Mir gefällt's sehr. wir jetzt hier weiter ins Finale gehen. Und in diesem Aufzug. So. Ist da jetzt vielleicht der Hauptschlüssel drin? Ich weiß es ja nicht. Zum Öffnen brauchen sie den Hauptschlüssel. Was für ein Hauptschlüssel? Verdammt. Nein, ich will nicht raus. Verdammt. Oh Gott, ich bin nervös. Ihr merkt das, ne? Ich weiß nämlich nicht mehr so genau, wie das Ende von Claire abläuft. Ich hab's vergessen, leider. Ach Gott. Jetzt geh runter. Knopf drücken, runter. Los. Wo ist Sherry schon wieder? Wo ist die Sherry schon wieder? So. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Bam. Genau, das war doch da unten. Das war doch da... Okay. Und wo ist Annette überhaupt? Also ich bin gerade irgendwie ein bisschen echt nervös. Echt überfragt, wo wir hier hin müssen, ey. Irgendwo unten wahrscheinlich, ne? Oh. Hier, okay. Ah. Mom! Sherry, you have to escape. I know I've been a terrible mother, but I still love you. Forgive me. Mom! Oh nein. Sherry, we have to go now. Oh nein. Ach, Freunde. Nachdem... Das ist Adas Waffe hier, ne, oder? Das ist Adas Waffe. Eine Handfeuerwaffe. Sie ist nicht geladen. Das ist Adas Waffe, Freunde. Ja, nachdem... Nachdem Annette Ada abgeknallt hat... ja. Ist sie noch einmal aufgestanden? Beziehungsweise sie hat noch einmal... Ihr Fieber ist deutlich zurückgegangen. Sie scheint jetzt zu schlafen. Ja, sie ist tot. Der Hauptschlüssel. Oh Mann, Sherry, ja, das tut mir sehr leid jetzt. Du hast deine Mutter verloren, Mensch. Oh Mann, ja, und jetzt ist Annette wirklich tot, aber sie hat eine Platzwunde am Kopf.
Ach ja, klar, von Dion, wo da das Rohr auf sie gefallen ist. Okay. Wir haben aber Sherry gefunden. Adas Waffe. Wie krass das alles verbunden ist, Freunde. Okay. Das heißt, Sherry, nimm Abschied von deiner Mutter. Wir müssen sie hier lassen. Oh Mann, Freunde, das ist gerade... ist gerade echt heftig. Aber gut, es muss weitergehen. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit dem Aufzug fahren. Und so tough wie wir sind, lassen wir uns davon jetzt nicht beeindrucken. Sondern hauen hier ab. Ja, Freunde. Okay, wir können den Hauptschlüssel benutzen. Ja. Hauptschlüssel benutzen. Ja, benutze den Hauptschlüssel. Notfallaufzug. Okay. Ein Notfahrstuhl wird angezeigt. Wollen Sie runtergehen? Ja, komm. Wir müssen jetzt irgendwie hier weg. Okay. Alles klar. Sherry ist bei uns. Das ist gut. Finale. Boah, wir sind ganz tief unten irgendwo drin. Ja, krass mit Annette. Also am Ende hatte sie doch gefühlt. Ah, da ist der Zug. Ah, nice. Okay. Der Zug. Ja, Freunde, der Zug. Alles klar. War es das schon? Nee, da kommt doch jetzt bestimmt noch was, oder? Ah, wir müssen die nochmal anmachen. Okay. Alles klar, Freunde. Gut. Wartet mal. Ist hier noch was in dem Zug? Wartet mal. Wo ist Leon überhaupt? Leon, ach, der kommt ja gleich noch. Stimmt. Leon kommt ja gleich erst. Also, gibt's hier noch irgendwas? Wow. Okay. Gibt es hier noch... Ui, guck mal. Das sieht ja geil aus hier. Der zweite Waggon. Krass. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist doch was. Bam, babam, babam, babam. Ach, geil. Freunde, richtig geil. Da ist noch eine Kiste. Diverse Arten von Forschungsmaterial. Was ist das hier? Plattformschlüssel. Oh, okay. Hier ist nochmal eine Kiste, aber die brauchen wir nicht. Ein Fahrband zum letzten Mal speichern. Aber nee, Freunde, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt hier Finale, kommt. Ich bin schon so hibbelig, deswegen. Okay. Alles klar. Zum Glück fahren wir hier. Und ja, dann, boah, was ein Riesenzug. Wirklich. Da war noch eine andere Tür, da probiere ich jetzt auch nochmal reinzugehen. Aber das war, glaube ich, das Führerhaus. Boah, Wuschtür. Hallo, Sherry. Gucken wir, ob wir hier oben reinkommen. Genau, das ist das Führerhaus. Ein Hebel, mit dem man den Zug startet. Wegen des fortgesetzten Stromausfalls kann der Zug nicht losfahren. Na toll. Okay. Stromausfall. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal hier raus. Oh Gott. Da ist nochmal ein Bereich tatsächlich. Okay, krass. Okay, Freunde. Wir haben den Plattformschlüssel. Wofür man auch immer den braucht. So, was haben wir hier? Ah, guck mal. Hier ist Leon. Ein Gerät zum Öffnen des Tunneltores. Es gibt keinen Strom. Okay. Okay, wir müssen also zuerst dann das Tunneltor öffnen und dann in den Zug rein. Hier ist Leon rausgekommen. Freunde, ich kann jetzt nicht zurückgehen. Hier ist Leon rausgekommen mit dem Aufzug. Stimmt. Okay. Okay, das heißt, Leon ist dann hierher gelaufen. Und dann da vorne an den Zug, genau. So. Oh, Nervosität hier, ey. Hier ist nochmal eine Tür. Plattformschlüssel benutzt.
nutzlos ablegen. So. Rein da. Was auch immer hier jetzt noch auf uns zukommt. So. Oh Gott. Oh fuck. Oh fuck. Ein Timer. Okay, da hinten ist noch eine Kiste, aber lass die Kiste Kiste sein. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. 5 Minuten haben wir. Okay. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich laufen. Wir müssen hier tatsächlich ein bisschen mehr machen als bei Leon, ja? Was ist das hier? Reservelager für Hochleistungssicherung. Wollen Sie es öffnen? Ja, mach. Oh Gott, Zeitdruck. Freunde, Zeitdruck. Kupplungsstecker S. Was zur Hölle? Was müssen wir jetzt noch machen? Kupplungsstecker N. Was zur... Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Alter, ich muss in Bewegung bleiben. Was ist denn hier noch? Oh Mann. Krasse Szene, echt. Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist denn hier? Ah, da hinten ist irgendwas. Oh Gott. Da können wir was einsetzen. Kupplungsstecker. Ein Hochleistungsgenerator für die Stromversorgung für den Innenraum. Herausgenommen, ja. Ah, verdammt. Man hatte... Der Generator läuft nicht. Okay, aber hier können wir die einsetzen. Genau. Beide. Okay. Der Notfallmodus wurde aktiviert. Die Stromversorgung wird kurzfristig eingestellt. Der Flugzeug wird wieder einschalten. Des Stroms aktiviert. Okay, was ist jetzt? Da ist... Ach du Scheiße. Mr. X. Oh Gott. Mr. X. Scheiße. Mr. X. Ach du Scheiße. Boah, ist der stark. Okay, jetzt geht's. Ich weiß nicht, muss ich gegen den kämpfen oder ich muss nur gegen den abhauen? Ich muss nur abhauen, glaube ich. Okay, hau einfach ab. Claire, hau einfach ab. Ich glaube, ich muss nämlich... Geht erst auf, wenn der Strom... Ach, Mann. Oh Gott. Mr. X, Alter. Gefahr. Oh, Gottes Willen. Hold up. Oh, aua, ey. Mr. X. Okay, Alter. Lauf einfach. Wobei, das Maschinengewehr war ja so effektiv gegen den. Alter, ist der schnell. So. Boah, ist der schnell, Freunde. Ist der schnell. Aua. Gelb. Okay. Ach, du Heilige. Boah, was ist mit Mr. X? Oh. Ada. Ada. Danke. Danke, Ada. Okay. Heil dich, komm. Ist mir jetzt egal. Heil dich einfach. Ada, boah, du hast uns den Arsch gerettet. Aua. Ada, komm. Ah, was ist das? Ach, nimm das. Raketenwerfer. Oh Gott. Ah. Meine Güte. Raketenwerfer. Und schieß drauf. Ah. Okay. Boah. Danke. Das erinnert mich an Resi 1. Mit dem Raketenwerfer. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ada, du hast uns den Arsch gerettet. Das war Ada, Freunde. Ada Wong. Sie hat es also tatsächlich überlebt. Okay, direkt raus hier, los. Die Raketenwerfer, Alter. So. Ada hat es tatsächlich überlebt. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Okay, ja, sehr gut. Das heißt, hier... Okay, und hier einfach auf den Zug. 3 Minuten noch. Okay, was ein Nervenkitzel. Okay. So, haben wir es jetzt. So, und raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Wir müssen den Zug aktivieren und dann losfahren noch. Was ist das denn jetzt noch? Akte Zombies nochmal. Was zur Hölle? Ah, toll. Voll reingelaufen hier, ey. Wieder im gelben Zustand. Oh. Bleib liegen.
Da kommen jetzt nochmal nackte Zombies hier raus. Die Blut. Ah, Gott. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Warum kommen jetzt nochmal nackte Zombies hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die wollen uns echt von allen möglichen abhalten hier, ne? So. Alter Schwede, das gibt's ja nicht. Pff, okay. Aber wir sind noch im gelben Zustand. Das ist okay. Alles klar, hier. Ein Gerät zum Öffnen des Tors. Ja, mach auf. Los. Mach auf. Ich würde jetzt gerne nochmal zur Kiste, wenn das geht. Darf ich nochmal zur Kiste? Darf ich nochmal zur Kiste? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Bevor Leon kommt. Ja, darf ich. Sehr gut. Dann würde ich mir ganz gerne noch eine Heilung abholen. Eine ist mir zu wenig. Mit gelbem Zustand. So. Geh zur Kiste. Okay, boah. So. Bam, babam, 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 babam. So. Heilspray werde ich nicht benutzen. Aber das letzte grüne Kraut werde ich benutzen. So. Dann hier. Benutzen. Sehr schön, Freunde. Alles klar. Wunderbar. Dann haben wir das doch gut geschafft hier. Boah. Da kamen nochmal Zombies, ey. Krass. Was ein Nervenkitzel. So, alles klar. Nein, noch nicht. Hier in den Zug. So. Okay, die Musik geht aus. Das ist schon mal gut. Ja, sie kommt wieder. Okay. Oh. So, jetzt können wir hier fahren. Ah, sehr schön, Freunde. Wir können fahren. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ja, sehr schön. Geschafft, Freunde. Leon, da bist du. Komm, Leon. Schaffst du. Na, Gott sei Dank. Gepackt, Freunde. Woher weiß denn Sherry, dass das Leon ist? Na ja, gut. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Wie recht du hast, Leon. Wie recht du hast. Mein Gott hat dich protected. Es wird immer mit dir sein. Wie süß. Was ist jetzt? Er wird dich immer... Was ist jetzt? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ich dachte, es wäre vorbei. Rüste mal den Raketenwerfer aus, weil ich weiß nicht, was da kommt. Was ist denn das? Boah, geile Szene. Warning. Biohazardous outbreak imminent. Oh, Scheiße. Emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Uff. No! What's wrong with this thing? Was ist denn jetzt los? The door won't open. Was ist denn jetzt los? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, das wäre schon vorbei, Mann. Was ist denn hier? Hä? Oh Gott! Boah, was ist das denn? Na toll. Ach! Was ist denn jetzt los? Ach Gott, William! Den gibt's ja auch noch! Boah, stimmt ja! Oh nö! William Birkin! Ist der eklig! Schaut euch den an, ey! Okay.
William also. Ach du heilige Scheiße, ey. Boah. Okay, William. Hast du es bald? Ja, dann schießt er. Oh, scheiße. Nein. Okay. Der Raketenwerfer hat nichts gebracht gegen das Ding. Verdammt. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das Ding kaputt? Gar nicht. Ich kann doch meine Freunde nicht in Gefahr bringen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als das Monster hier zu erledigen. Ja, aber da... Schieß einfach drauf, oder keine Ahnung. Das ist so... Ja, es hat doch was gebracht mit dem Raketenwerfer. Sehr gut. Puh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, aber das flackert halt. Das ist... Das tut mir leid. Dass der so flackert. Boah, ist der eklig. Boah, ist der eklig. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Aber er scheint jetzt endgültig tot zu sein. Er scheint endgültig tot zu sein, William. Okay, dann können wir jetzt hier raus. Okay. Oh, Gott sei Dank. Alles klar. Wir sind wieder... Oh, Gott sei Dank. Puh. Was ist jetzt? Oh Gott. Och. Where are you? You don't give up, do you? Sherry, what are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. Sherry! Persistent, aren't you? Well, come and get it. Leon, du coole Socke. Was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? No, you can't mean... Chris, I have to find you. Mein Gott, also. Meine Güte, William, ey. Das war ja echt eine krasse Nummer mit dir. Okay, Freunde, ey, meine Güte, das war schon... Das war echt mega, das Ende. Boah, also... Dass man da nochmal zweimal umgeswitcht wird, die Meinung, das ist schon... Boah. Aber ja, Freunde, sehr rasantes Ende diesmal mit Claire. Aber, ja,
Freunde. tatsächlich. Jawohl, wir haben's. Und ich bin doch sehr, sehr, sehr froh, dass wir es so gut gepackt haben. Und ja, Freunde, tatsächlich. Resi 2 ist vorbei. Mit einer richtig coolen Mucke nochmal am Ende. Und ja, war das nicht ein geiles Finale? Ich finde schon, dass das ein richtig geiles Finale war. Und ja, Claire am Ende einfach so, ja, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen. Sind nur gerade einer Explosion knapp entgangen, aber sie will halt weiter ihren Bruder finden. Genau, und ja, so geht's hier danach auch weiter im Prinzip. Nicht bei Claire, sondern wieder bei Jill. Und zwar kommt hier nach direkt Resident Evil 3. Nemesis, Freunde, ganz genau. Und ja, da bin ich mich sehr gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Und da schlüpfen wir wieder in die Rolle von Jill weiter rein. Und ja, wie es hier danach dann weitergeht, da geht das, glaube ich, dann Teil 4, der auch noch kommen wird, ne? Und genau, Freunde, würde ich einfach mal sagen, ja, vielen, vielen Dank an alle, die hier zugeschaut haben. Das ist ja wirklich richtig, richtig krass gewesen, das Projekt. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Richtig geile Serie, wie gesagt. Und ich möchte mich auch bei allen, allen Leuten bedanken, die hier irgendwie auch dabei waren. Das finde ich echt super. Vielen, vielen Dank an eure Treue auf jeden Fall. Für eure Treue und ja, schon richtig krass. Richtig krass. Also ohne euch wäre das Projekt nicht so geil gewesen. Und ja, Freunde, da möchte ich mich einfach mal nochmal bei allen bedanken, die dabei waren, bei Resident Evil 2. Und leider ist der Abspann zu kurz, um jetzt hier alle zu nennen, aber fühlt euch einfach gegrüßt. So. Ach, guckt euch das an. Wie cool das aussieht einfach. Wir haben Resi 2 gepackt, Freunde. Rang B. Mit Leon war es, glaube ich, Rang C oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir nicht gespeichert. Auch in 5,5 Stunden geschafft, das Szenario. Und ja, kommt jetzt nochmal irgendwas hier? So, sexy Bild da. Oh, ihre Belohnung. Sie bekommen weniger Punkte, wenn sie eine Sonderwaffe benutzen. Truhe untersuchen. Was? Sie bekommen weniger, wenn sie eine Sonderwaffe benutzen. Okay, Truhe untersuchen. Was ist das denn da rechts für ein Ding gewesen? Das war ja heftig. Krass. Okay. Das heißt, wir können es jetzt hier noch einmal speichern. Leon A. Szenario 1. Ja gut, da könnten wir jetzt nochmal von vorne starten. Aber warum sollten wir denn von vorne starten? Oh! Ach, guckt mal. Brett, einer der Stars, wurde zum Untoten. Er treibt sein Unwesen im Polizeirevier und trägt einen speziellen Schlüssel bei sich. Suche und hilf ihm. Erreichen Sie das Polizeirevier, ohne irgendwelche Gegenstände zu bekommen. Ah, Brett ist das. Der Hubschrauberpilot, Freunde. Ach. Okay. Ja gut, der ganz besondere Schlüssel, der passt wahrscheinlich da rein in dem Revier da bei der Dunkelkammer. Aber das werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Das ist wahrscheinlich nur Kleidung oder so. Ach, jetzt wissen wir dann also auch, was mit Brad passiert ist. Okay, Freunde. Ja, sehr geil auf jeden Fall, Freunde. Oh mein Gott, Resi 2, wir haben es geschafft tatsächlich. Wir sind Umbrella entkommen, sind alle heile und haben Claire mitgenommen. Die ist ja auch eine mutige Sau, ne? Muss man sagen. Toughes Mädchen. Und, ja, Freunde, da würde ich einfach mal sagen, jo, dann bedanke ich mich nochmal bei allen, die zugeschaut haben. Und ja, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Resi 2. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil 3 wieder. Also, tschüss.